Es bahnt sich eine Sensation an. Kommt Erling Haaland nach Dortmund zurück? Die Antwort auf diese Frage und die besten Tipps zum 5. Spieltag der Champions League mit den Dienstagsspielen in diesem Video. Was es mit Haaland und Dortmund auf sich hat, das erfährst du später in diesem Video. Zuerst geht's nach Sevilla, denn das empfängt Kopenhagen, die Mannschaft der Stunde fast schon in dieser Champions League Gruppe, hat Manchester City ein 0:0 abgerungen in diesem Spiel in der Champions League. Aber Sevilla zu Hause natürlich der Favorit, die haben gegen Dortmund einen Punkt geholt und die sind ja so gut wie draußen, aber es geht halt irgendwie noch um die Qualifikation für die Europa League im direkten Duell. Sevilla müsste schon beide Spiele gewinnen und Dortmund beide verlieren und das ist eher unrealistisch. Die Quote macht keinen Sinn auf Sevilla, deswegen skip gleich zum Dortmund-Spiel. Und da kommt Erling Haaland in der Tat zurück zu Dortmund, aber halt nicht als Spieler, sondern als Gegner. Das ist ja eine spektakuläre Auflösung, was wir uns da einfallen haben lassen in unserer Kreativität für dieses Drehbuch. Wahnsinn. Auf jeden Fall Dortmund mit dem wichtigen Sieg in Sevilla, dann das Unentschieden, was wir sogar genau getippt hatten, Radek, 1:1 im Rückspiel daheim. Da waren sie wieder mehr Dortmund als in Sevilla. Und hier gegen Man City haben sie ja im Hinspiel 60, 70 Minuten geführt oder zumindest lagen sie nach 70 Minuten in Führung, haben dann aber genau durch Erling Haaland noch das Spiel verloren. City dürfte es egal sein, wie es ausgeht. Für Dortmund ist es ein schönes Schaulaufen. Ich erwarte irgendwie einen Gurkenkick, weil ich traue es den Dortmundern nicht zu, dass sie nochmal City so unter Druck setzen und City hat doch wahrscheinlich gar keinen Bock auf dieses Spiel. Warum denn nicht? Also ich meine, die müssen auch gewinnen, weil alles andere wäre vielleicht sogar zu gefährlich, dass sie den Gruppensieg noch riskieren. Also, dass die jetzt hier irgendwas den Zufall überlassen, glaube ich jetzt mal nicht. Und Haaland, bei dem läuft es ja sahnemäßig. Die Statistiker oder die Journalisten in England überschlagen sich ja voller Lob und sagen, der wird die Premier League kaputt schießen und über 60 Tore in diesem Jahr erzielen. 5 hat er in 4 Champions League Spiele gegen seinen Ex-Verein. Ob er da aus Anstandsgründen nicht trifft, also zumindest sollten ihn die Verteidiger ja einigermaßen kennen, aber auf der anderen Seite kannst du den auch nicht irgendwie halten. Also 1,67 auf City finde ich dabei fast gar nicht schlecht. Ich meine, die Dortmund haben zwar jetzt gegen Stuttgart gewonnen, aber du weißt ja, dass die sehr unzuverlässig in der Saison waren. Und wir haben, glaube ich, 3-mal auf sie gesetzt, als sie dann 3-mal eben nicht die Wette gewonnen haben. Deswegen würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, 1,67 auf eine wesentlich bessere Mannschaft, das kann man eigentlich schon machen. Ja, da gebe ich dir insgesamt auch recht. Ich möchte auch, um das klarzustellen, sagen, ich glaube, dass City einfach nur 60-70% spielen wird. Ich habe irgendwie, wir sind ja hier davor da, um so eine kleine Prognose oder Vorschau zu geben. Und bei dem Spiel glaube ich einfach nicht, dass Dortmund kann und City großartig will. Und deshalb gewinnt City am Ende irgendwie so 2-1 oder so. Oder vielleicht 2-0 oder 1-0. Das glaube ich einfach, wenn Dortmund natürlich mal wieder eins der Europanächte auspackt. Mei, vielleicht passiert dann sogar was. Aber ich erwarte hier wirklich nicht viele Tore und kein spektakuläres Spiel. Red Bull Salzburg empfängt Chelsea. Und da geht es natürlich auch schon ums Weiterkommen. Eine sehr enge Gruppe, auch weil Chelsea ja das erste Spiel gegen Zagreb verloren hat. Und dementsprechend geht es hier halt eng zu. Chelsea könnte mit einem Sieg schon das Ticket lösen fürs Achtelfinale. Das werden sie wohl auch tun. Warum sollten sie sich jetzt hier von Red Bull ärgern lassen? Aber die haben natürlich auch erstmal den Verlust ihres Mäzens zu verkraften. Mateschitz ist ja gestorben. Und ob das eine Rolle spielt in dem Spiel, glaube ich fast nicht. Also das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel. Aber es ist natürlich was für den Verein bestimmt eine Rolle spielt. Denn ohne den gäbe es den Verein ja nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist für den Fußball, das sei mal hingestellt. Also Chelsea wird das Spiel wahrscheinlich gewinnen. 1,76 gefällt mir ganz gut.
Oder überraschen die Österreicher wieder? Wie du sagst, die 1,76 auf Chelsea kann man spielen, damit macht man nichts falsch. Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, dass so die Salzburger ein bisschen Flügel bekommen und 1x dadurch auch relevant ist. Ich weiß es nicht, wie sehr der Mateschitz da eben dann vielleicht dann doch in den Köpfen der Spieler ist, dass die sagen, wir hauen jetzt für dich alles raus, so als kleines Gedenken. Dafür bin ich zu weit weg von Salzburg Fußball. In der Stadt bin ich ja hin und wieder mal. Schwieriges Spiel. Ich glaube, egal was man tippt, man macht alles richtig bei den Quoten, weil die in alle Richtungen fair sind. Gibt es ja auch selten, oder? Ja, und ich bin ja kein Fan davon, die Österreicher stark zu reden. Deswegen Chelsea mit 1,76 gefällt mir hier schon sehr gut. Ja, wie viele Österreicher werden da schon spielen bei Red Bull? Das darfst du auch nicht vergessen. Ja, die Mannschaft halt an sich, genau. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Und zwar Celtic Glasgow gegen Schachtja Donetsk. Na, ich suche schon die Partie in der richtigen Gruppe. Also Zagreb gegen AC Mailand ist ja auch ein Spiel quasi all or nothing. Ein Unentschieden, okay, ja, kann man machen. Aber ein Sieg wäre für beide schon wesentlich schöner. Und Zagreb zu Hause ist ja unangenehm, hat der Chelsea schon feststellen müssen. Nichtsdestotrotz kann man doch hier eigentlich nichts anderes als jetzt einen Sieg der Mailänder erwarten, oder? Also, Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht großartig drum rumreden. Zagreb hat gegen Salzburg gut gespielt, unentschieden gespielt, gegen Chelsea gewonnen. Da hatten sie selber nicht mitgerechnet. Und jetzt geht es um alles, auf jeden Fall mindestens um die Qualifikation für die Euroleague. Wenn Zagreb hier nicht punktet, war es das für die. Ja, ich denke, man sollte dieses Spiel einfach nicht tippen, höchstens unter 2,5 Tore oder so. Weil beide müssten abwarten spielen und AC Mailand hat bisher nicht gezeigt, dass sie da großartig eine Offensive auftrumpfen können. Naja, das 3-1 im Hinspiel war doch schon okay, aber das war natürlich ein Heimspiel. Trotzdem gehört Dinamo Zagreb eben zu diesen Teams, die, vor denen man sich nicht in die Hosen scheißen sollte. Und als gestandene Mannschaft mit Fußballprofis wie Oliver Giroud doch mal ein Spiel gewinnen müsste. Dann eine höchst interessante Gruppe mit Benfica Lissabon und Juventus Turin. Also wie die in Israel gegen Maccabi Haifa verlieren konnten, die Turiner, das ist ja wirklich schleierhaft eine der größten Sensationen in dieser Champions-League-Saison, fast schon nach diesem Zagreb-Spiel gegen Chelsea. In der Liga läuft es jetzt aber für Juve wieder besser. Zuletzt 2 Siege in Folge, immerhin gegen mittelmäßigere Gegner, wobei Turin, also der FC Turin, auch in der Serie A natürlich gar nicht so schlecht ist im Vergleich zu Juve heuer. Und auf der anderen Seite hat Benfica gerade das Topspiel auch in Portugal gewonnen. Also hier sind die Leistungen oder die Form spricht klar für Benfica, die auch zweimal Paris Saint-Germain Punkte abgetrotzt haben. Also Lissabon 8 Punkte hier in der Gruppe. Juve muss aufpassen, dass sie hier nicht ausscheiden. Warum sollten sie jetzt noch das Ruder rumreißen? Also schwierig, aber die Quote von 2,0 auf Lissabon ist halt zu niedrig. Du sagst es, die alte Dame beim Benfica, Außenseiter, zu Recht. Trauen wir diesen Namen vielleicht ein bisschen zu viel zu? Macht Asian Handicap 0 auf Juve Sinn? Oder sagt man, es geht genau da weiter, wie es bisher in der Champions League-Saison gewesen ist? Benfica wird hier mindestens einen Punkt holen, wenn nicht gar 3. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ja eher auf Seite Lissabon. Ich würde mich freuen, wenn die eine Runde weiterkommen und Juve soll mal auf den Deckel bekommen. Wer Maccabi Haifa verliert und wir wetten noch auf sie oder setzen auf sie, die haben es nicht verdient, jetzt hier zu punkten. Ja, verdient oder nicht, da darf man nicht nachtragend sein, aber es ist natürlich alles richtig und ein Unentschieden bei einer 3,6 könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil Juve muss eigentlich gewinnen. Lissabon ist eigentlich zu stark, um sich besiegen zu lassen, den reicht zur Not ein Punkt. Juve eher nicht, weil sonst war es das eben, weil aus einem letzten Spiel noch 4 Punkte aufzuholen ist halt auch nicht möglich. Und dann wäre Juve maximal in der Europa League und das wäre dann der Dämpfer. Also Lissabon reicht der Punkt, deswegen eine 3,6 wäre doch auch schon ausreichend. Und dann die Gruppe von denen war ja noch
dazu die Paris Saint-Germain gegen Maccabi Haifa. Dazu braucht man nichts sagen, außer dass Maccabi Haifa wahrscheinlich auch dieses Spiel gewinnen wird. Nachdem sie jetzt Juve besiegt haben, läuft es bei denen so richtig rund. Und diese Elferquote ist natürlich dann geschenkt. Also, oder 29er-Quote, sorry. 1-11 auf die Paris Saint-Germain. Kannst natürlich nicht machen. Bevor wir dann noch zu den Leipzigern kommen, in der Gruppe der Leipziger, die ja gegen Real Madrid spielen, gibt es das Duell der beiden anderen Teams, die schon auch sich jetzt entscheiden müssen, kann Schachtja dranbleiben? Dazu müssen sie jetzt in Celtic gewinnen oder bei Celtic. Und ja, dass Celtic dem was entgegensetzt, das glaubt man ja auch nicht. Und die Quote auf Schachtja ist ja unfassbar hoch. Also da fehlen entweder sau viele Spieler, das müsste man dann in Erfahrung bringen, aber ich bin kein Fan von Verletzungen oder von Spielern oder so Wert drauf zu legen, weil am Ende des Tages ist es einfach ein Statistikspiel, da spielt man die Quoten nach 1000 Wetten, ist es wurscht, ob da mal einer gefehlt hat oder nicht, klar. Wenn du jetzt sagst, ich setze 1 Million Euro, dann solltest du dir das genau überlegen, aber ansonsten, wenn du dein Budget über genau aufteilst, dann findet man hier absolut Value bei dieser Double Chance auf Schachtja Donetsk 2,06. Meine Rede, braucht man nichts noch anfügen, Schachtja ist echt gut, Celtic bisher hinter den Erwartungen x2. Und bei Leipzig gegen Real, gelingt die Revanche für Rosé und sein Team? Ja, da muss man halt sagen, dass Real ohne einige antritt und deshalb hätte hier Leipzig wirklich die Möglichkeit, die wichtigen Punkte zu holen, die sie dann halt auch zum Beispiel eben gegen Donetsk im Heimspiel verloren haben. Ansonsten kann man ihnen in der Champions League-Saison bisher gar nichts vorwerfen. Sie haben auch lange in Madrid mitgehalten und ich glaube, dass dieses Madrid-Team auch mit der B-Truppe stark genug ist, ein Unentschieden zu holen und das reicht ihnen auch. Und Leipzig reicht dann auch ein Unentschieden, weil damit hätten sie alle Chancen im letzten Spiel eben genau gegen dieses Donetsk. Und dass sie Real besiegen zu Hause, das glaubt ja wahrscheinlich auch keiner. Muss man auch sagen, haben sie Augsburg gerade einen Punkt abgetrotzt, obwohl sie 3-0 hinten waren, haben sie in der zweiten Halbzeit dann noch ein 3-3 draus gemacht gegen Augsburg. In Augsburg, wo der FC Bayern zum Beispiel in der Liga 1-0 verloren hat. Ja, also Leipzig, muss man fast sagen, ist wirklich wieder wer im deutschen Fußball. Aber drauf zu wetten, schwierig. Dann schon eher dieses von dir angesprochene X bei einer Quote von 3,6. Und dann waren es das schon die Dienstagsspiele. Schau wieder rein beim nächsten Video am Mittwoch und schreib deinen besten Tipp in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.